Am 20. Februar 2008 sticht der US-Marinekreuzer Lake Erie von Pearl Harbor aus in See. Die Besatzung hat eine beispiellose Aufgabe vor sich. Sie soll den defekten Spionagesatelliten USA 193 abschießen, der mitsamt einer halben Tonne hochgiftigen Treibstoffs auf die Erde zu stürzen droht. Um 16.30 Uhr Ortszeit ist die Lake Erie in Position und erhält den Befehl zum Abschuss. 5, 4, 3, 2, 1. Der Abschuss vom Schiff aus war etwas Besonderes. Wenn das ganze Schiff bebt, dann weiß man, jetzt feuern wir. Der Start verläuft reibungslos, aber es gibt keine Garantie, dass die Rakete den mit 27.000 Kilometern pro Stunde durchs All rasenden Satelliten tatsächlich trifft. Es sucht noch. Es hat ihn. Es sucht noch, es sucht. Zeit bis zum Einschlag, 23 Sekunden. Los, zuschlagen. In wenigen Sekunden weiß die Crew, ob das Ziel getroffen wurde. Aber bis sie erfährt, ob die Mission erfüllt ist, muss sie sich noch gedulden. Von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien wird am 14. Dezember 2006 der hochauflösende Spionagesatellit USA 193 mit einer Delta-2-Rakete ins All geschossen. Doch kaum erreicht er seine Umlaufbahn, bricht der Kontakt zur Erde ab. Alle Versuche, den Satelliten wieder unter Kontrolle zu bringen, scheitern. Dennoch umkreist USA 193 fast ein Jahr lang die Erde, stets unter Beobachtung des strategischen Oberkommandos. USA 193 war von Anfang an tot. Und nach einer gewissen Zeit stürzen alle Raumflugkörper, die sich nicht aus eigener Kraft auf ihrer Umlaufbahn halten können, in die Atmosphäre. Aus Sicherheitsgründen werden die meisten ausrangierten Satelliten kontrolliert über dem Meer zum Absturz gebracht. Eine gewaltige Aufgabe, denn im All befinden sich nicht weniger als 3000 funktionierende und defekte Satelliten. Dazu kommen rund 600.000 Stücke Weltraumschrott, die mit über 25.000 Kilometern pro Stunde die Erde umkreisen. Man muss sich vorstellen, wie viele Satelliten und wie viele Teile Weltraumschrott wir beobachten und was für Berechnungen wir allein zum Schutz der internationalen Raumstation und der Shuttles täglich anstellen müssen. Natürlich versuchen wir, so wenig Schrott wie möglich zu produzieren, aber trotzdem gibt es jede Menge Trümmerteile. Doch Satelliten durch den Weltraumschrott zu lotsen, damit allein ist es nicht getan. Überfüllung im All ist das eine, doch beim Abschuss des USA 193 gab es noch ein ganz anderes Problem. Dieser Satellit hatte ungefähr eine halbe Tonne Hydrazin geladen. Das ist ein Satellitentreibstoff. Als wir erfuhren, dass noch Hydrazin an Bord ist, haben wir sofort die Risiken für die Menschen auf der Erde geprüft. Hydrazin ist eine farblose, giftige Flüssigkeit mit ammoniakähnlichem Geruch. Schon eine kurze Einwirkung kann verschiedene Reaktionen hervorrufen. Von leichter Reizung der Augen, Nasen- und Mundschleimhaut bis zu Schwindelgefühl und Übelkeit. Im schlimmsten Fall kann es epileptische Anfälle auslösen oder gar zum Koma oder Tod führen. Bei der Herstellung und Verarbeitung von Hydrazin tragen die Techniker zum Schutz vor den giftigen Dämpfen Sicherheitsanzüge, ähnlich wie Raumanzüge. Wenn für die Leute, die routinemäßig mit Hydrazin umgehen, schon solche Sicherheitsvorkehrungen erforderlich sind, dann können Sie sich vorstellen, warum wir uns über die Gefahren für ungeschützte Personen so viele Sorgen gemacht haben. Eine halbe Tonne Hydrazin rast unkontrolliert auf die Erde zu. Eine echte Bedrohung für die Menschen. Die meisten Sorgen bereitete uns, dass der Treibstoff im All gefroren war. Durch die starke Erhitzung beim Eintritt in die Atmosphäre hätte er sich verflüssigt oder wäre teilweise sogar verdampft. Wäre der Satellit dann in bewohntem Gebiet niedergegangen und der Tank beim Aufprall beschädigt worden, hätten Menschen den giftigen Dämpfen oder flüssigen Hydrazin ausgesetzt werden können. Untersuchungen vom Dezember 2007 ergaben, dass der Satellit bis Anfang März 2008 auf die Erde stürzen würde. Da 70% der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind, war die Chance groß, dass er ins Meer stürzen würde. Sicher sein konnten wir nicht. Man kann nicht voraussagen, wo und wann genau der Satellit abstürzen wird. So einfach geht das leider nicht. Auch die Gesundheitsrisiken für den Fall, dass der Tank in bewohntes Gebiet stürzt, wurden untersucht.
Verschiedenen Experten zufolge lag die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren würde, bei 1 zu 25 bis 1 zu 45. Das Risiko schien also eigentlich gering. Aber wenn wir in unserer Branche Tests durchführen und dabei feststellen, dass abstürzender Schrott mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 1 zu 10.000 ein Menschenleben kosten könnte, dann ändern wir die Testbedingungen. Dieses Risiko war für uns daher völlig inakzeptabel. Man wollte den Satelliten nicht auf die Erde stürzen lassen, ohne irgendetwas zu unternehmen. Im Laufe der Zeit sind zwar schon tausende Teile Weltraumschrott in die Erdatmosphäre gestürzt, aber noch nie eine halbe Tonne Hydrazin. Egal welche Rechnung wir auch anstellten, das Risiko für die Menschen auf der Erde war einfach zu hoch. Wir konnten nicht einfach tatenlos zusehen. Nach einer geheimen Sitzung im Weißen Haus beschloss der Präsident, dass der Satellit gestoppt werden muss, bevor er auf die Erde prallt. Lieutenant General Henry Obering von der Raketenabwehrbehörde erhielt die Aufgabe, eine geeignete Lösung zu finden. Wir prüften die Möglichkeiten unserer bodengestützten Langstreckenabfangraketen. Auch das System zur Abwehr ballistischer Raketen haben wir für den Satellitenabschuss in Erwägung gezogen. Auch das Aegis-Raketenabwehrsystem der Marine kam für Obering in Betracht. Sein Ansprechpartner, Konteradmiral Brad Hicks, Leiter des Programms. Wir mussten das Zielobjekt genau studieren. Seine Abmessungen, seine Umlaufeigenschaften, die Himmelsposition. Erst danach konnten wir abschätzen, welche Abfangoptionen wir hatten und wie wir diese einsetzen konnten. Das Projekt erwies sich als durchführbar. Also haben wir gemeldet, ja, das ist machbar. Obering entschied sich für das Aegis-System der Marine. Dieses System war aufgrund seines einfachen Gefechtskopfes am leichtesten zu modifizieren. Das System beruht auf einer mobilen Abschussbasis, die an beliebiger Stelle einsetzbar ist. So konnten wir den optimalen Einsatzort auswählen und gleichzeitig kontrollieren, wo der Schrott auf die Erde stürzt. Der Abschuss mit dem Aegis-System war also technisch machbar. Doch die größte Herausforderung stand erst noch bevor. Theorie und Praxis, das sind zwei Paar Schuhe. Von der schnellen praktischen Umsetzung hingen indes Menschenleben ab. Der Satellit rast mit extrem hoher Geschwindigkeit durchs All. Pro Stunde legt er etwa 27.000 bis 29.000 Kilometer zurück. Unser Plan war, im All zwei große Flugkörper aufeinanderprallen zu lassen. Das Geschoss selbst ist gar nicht so groß. Aber die relative Geschwindigkeit, mit der beide aufeinander zurasen, und die Energie, die beim Aufprall frei wird, sind so gewaltig, dass das Ziel geradezu pulverisiert, wenn nicht sogar zu Plasma wird. Angesichts dieser Energiemenge verdampfen beide Flugkörper nahezu. Eine Rakete abzuschießen ist angeblich so schwer, wie mit einer Gewehrkugel eine andere Gewehrkugel zu treffen. Aber mit der heutigen Technik ist das kein Problem. Wir können die Kugel sogar an einer bestimmten Stelle treffen. Das üben wir in Tests. Seit 1999 testet die Navy das Aegis-System mit einer Abfangrakete namens Standard Missile 3, kurz SM-3. Bis Januar 2008 verliefen 12 von 14 Tests erfolgreich. Die SM-3 hat sich bewährt. Die SM-3 ist eine vierstufige Rakete. Die erste Stufe ist ein MK-72-Starter, mit dem die Rakete vom Schiff abgefeuert wird. Diese Stufe ist ziemlich kurz. Gleich danach kommt der MK-104, ein Dual-Schub-Raketentriebwerk, mit dem die Rakete die Atmosphäre durchquert. Sobald sie die Atmosphäre verlassen hat und nicht mehr aerodynamisch stabilisiert wird, wird die zweite Stufe abgeworfen. Die dritte Stufe ist der Third Stage Rocket Motor, kurz TSRM, und sie verfügt über ein eigenes Kontrollsystem. Wir erhalten ständig neue Daten vom Schiff. Nach der zweiten TSRM-Zündung werden diese Daten vom Schiff an die vierte Stufe, den Gefechtskopf, weitergeleitet. Der Gefechtskopf heißt bei uns auch Kill Vehicle und hat einen eigenen Zielsensor, einen Infrarotdetektor, der das Ziel ortet und sich dann von der dritten Stufe löst. Danach schaltet er auf das Ziel auf. Wenn er sich dann dem Ziel nähert, lenken wir ihn schließlich an die verwundbarste Stelle.
Das Aegis-System war als Raketenabwehr erfolgreich, wurde jedoch nie gegen einen Satelliten eingesetzt. Für solche Aufgaben ist das System eigentlich nicht ausgelegt, sondern auf den Abschuss von Raketen oder Flugzeugen. Es ist sogar so programmiert, Raumflugkörper wie Satelliten zu ignorieren. Für den Abschuss des USA-193-Satelliten mussten Militärs, staatliche Forscher und Rüstungsexperten an einem Strang ziehen. Ihre Aufgabe? Das Aegis-System innerhalb von knapp 8 Wochen zu rekonfigurieren und die SM-3 für die Mission vorzubereiten. Unsere Reaktion war anfangs: Ihr seid doch verrückt. Auf so etwas sind wir gar nicht vorbereitet. Dafür müssen wir erst jede Menge Daten sammeln. Aber dann freuten wir uns doch auf die Herausforderung. Bei dieser Mission bzw. bei ihrer Umsetzung gab es gewisse Risiken, wenn man das kleine Zeitfenster bedenkt und die gewaltigen Aufgaben, die vor uns standen. Für die technischen Änderungen hatten wir 3 Wochen. Das war äußerst knapp. In dieser Zeit haben wir unter Hochdruck gearbeitet und das ist sogar noch untertrieben. Unter Hochdruck und strengster Geheimhaltung gingen die Arbeiten an den wichtigsten Aegis-Stützpunkten vonstatten. So auch beim Rüstungskonzern Lockheed Martin. Das Ganze wurde bald zu einem 24-Stunden-Job. Wegen der Geheimhaltung hatten wir vor allem bei Lockheed Martin nicht die ganze Belegschaft zur Verfügung. Die wenigen Leute mussten also die ganze Arbeit allein erledigen. Und das rund um die Uhr. Auch die SM-3-Teams bei Raytheon in Tucson, Arizona hatten rund um die Uhr zu tun. Wir hatten sehr wenig Zeit. Am 4. Januar hieß es, mach das mal. Ach übrigens, bis Anfang Februar müssen die Raketen bereit sein. Wir waren wie vor den Kopf gestoßen. Wie sollten wir das schaffen? Viele dachten, das wäre unmöglich. Wir stellten 3 verschiedene Teams auf. Das erste war für die Simulation zuständig. Dieses Team sollte das Ziel und die Rakete simulieren, damit wir deren Leistungsfähigkeit unter diesen Bedingungen einschätzen konnten. Als zweites ein Entwurfsteam, das jede einzelne Schraube und jede einzelne Mutter sowie den kompletten Entwurf der Rakete überprüfen sollte. Wir wollten wissen, ob es irgendetwas gab, das den Erfolg der Mission hätte gefährden können. Zuletzt stellten wir ein Hardware-Team auf, das die Raketen auslagern und neue Software installieren sollte, um sie schlussendlich auf die Mission vorzubereiten und an die Marine auszuliefern. Damit das System einen Satelliten erkennen konnte, musste es umgerüstet werden. Als erstes mussten wir dem System beibringen, dass Weltraumobjekte überhaupt als Ziele in Frage kamen. Danach mussten wir sicherstellen, dass wir auch tatsächlich das richtige Weltraumobjekt erwischen. Neben der Satellitenerkennung gab es noch eine weitere Schwierigkeit. Dieser Satellit war ungefähr 3-mal schneller als alle Zielobjekte jemals zuvor. Für unser Radar war das eine Herausforderung ohnegleichen. Wir mussten aus einem potenziellen auch noch ein tatsächlich erreichbares Ziel machen und die Rakete abfeuern. Die Strategie, damit der Satellit möglichst kontrolliert über unbewohntem Gebiet abstürzt, soll er erst kurz vor Eintritt in die Atmosphäre getroffen werden. Wir wollten den Satelliten so tief wie möglich abschießen, auf etwa 200 bis 300 Kilometer Höhe, bevor seine Flugbahn völlig unberechenbar wird. Denn je mehr sich der Satellit auf seiner Umlaufbahn der Erde nähert, desto größer werden die Höhenabweichungen. Auf etwa 210 Kilometer Höhe wird die Gravitation der Erde immer dominanter. Außerdem kommen dann die Sonnenwinde über der Atmosphäre ins Spiel, sodass sich die Voraussagen für die Flugbahn ändern. Zwar ist bis dahin noch nie ein Satellit von einem Schiff aus zerstört worden, doch ist dies keineswegs der erste Satellitenabschuss. 1985 zerstörte ein amerikanischer Kampfjet mit einem modifizierten Luft-Luft-Geschoss eine US-Rakete. Allerdings unter völlig anderen Bedingungen. Das war damals ein Antisatellitentest der Luftwaffe mit dem Ziel herauszufinden, ob so ein Abschuss mit einer Luft-Luft-Rakete möglich ist. In unserem Fall handelte es sich aber nicht um einen Test. Wir mussten ja unsere Abfangraketen, das Schiffsradar und das Kontrollsystem an Bord des Schiffes modifizieren. Außerdem mussten wir andere Sensoren in das Waffenkontrollsystem des Schiffs integrieren. Das alles hat unsere Mission erheblich erschwert. Im Januar
November 2007 schoss China mit einer bodengestützten Rakete einen rund eine Tonne schweren Wettersatelliten in 850 Kilometer Höhe ab. Obwohl China einen seiner eigenen Satelliten abschoss, lösten dessen Trümmerteile weltweit Proteste aus. Je höher der Abschuss erfolgt, desto mehr Trümmerteile verbleiben im Weltraum, und zwar auf lange Sicht. Die Chinesen haben ihren Satelliten auf einer Höhe von über 800 Kilometern abgeschossen. Dieser Weltraumschrott wird noch lange eine Gefahr für andere Raumflugkörper darstellen. Als Ergebnis dieses chinesischen Antisatellitentests werden noch rund 100 Jahre lang Schrottteile durchs All fliegen. Der Schrott befindet sich in großer Höhe und stellt eine erhebliche Gefahr für alle Raumfahrtmissionen dar. Auch für unsere Satelliten, auf die wir tagtäglich angewiesen sind, ist das ein enormes Risiko. Die Chinesen hätten das in vielerlei Hinsicht ganz anders machen können. Aber nun werden wir, wie auch alle anderen, die sich an der Raumfahrt beteiligen, wohl leider mit diesem Weltraumschrott leben müssen. USA 193 raste derweil weiterhin ungebremst auf die Erde zu. Ziel der Mission war nicht nur, den Satelliten zu treffen. Vor allem musste der Hydrazintank zerstört werden. Den Teams stand also noch viel Arbeit bevor. Und die Zeit lief. Mitte Januar 2008. In 6 Wochen droht ein außer Kontrolle geratener US-Spionagesatellit mit einer halben Tonne giftigen Treibstoffs an Bord auf die Erde zu stürzen. Forscher der US-Regierung, Rüstungsexperten und Militärs arbeiten an einem geheimen Abschussplan. Ihre erste Aufgabe? Aus dem Aegis-Raketenabwehrsystem der Navy soll ein Antisatellitensystem werden. Bei einer ballistischen Rakete ist die Flugbahn durch den Abschussort und die Brenndauer der Triebwerke vorgegeben. Danach folgt sie einer ballistischen Kurve bis zum Einschlagsort. Bei einem Satelliten, der ins All geschossen wird, gibt es jedoch keinen Einschlagsort, denn er soll einige Jahre auf einer Umlaufbahn kreisen. In diesem Fall verließ der Satellit aber seine Umlaufbahn. Die Frage war also, wie kann ich das System so modifizieren, dass es dieser Situation gerecht wird? Modifikationen, für die man normalerweise 4 Jahre benötigt, müssen nun in 3 Wochen vorgenommen werden. Während Lockheed Martin an der Aegis-Software arbeitet, sind die Experten von Raytheon mit der SM-3-Rakete beschäftigt. Unterstützung erhalten sie durch Forscher und Ingenieure großer amerikanischer Fachlabore. Wir mussten ein System austricksen, das uns an unserem Vorhaben hinderte. Wir hatten nicht viele Informationen darüber, wie sich der Satellit verhält. Also mussten wir das simulieren und analysieren, oftmals in Echtzeit. Wir wussten, dass wir den Satelliten auf jeden Fall treffen konnten. Aber würden wir ihn auch an der richtigen Stelle treffen? Normalerweise zielen wir auf den Gefechtskopf oder die Sprengladung einer Rakete. Dieser Satellit dagegen hatte eine für uns völlig ungewohnte Form. Außerdem war er viel größer als alle anderen Ziele zuvor. Form und Größe des Satelliten mussten wir daher unbedingt berücksichtigen, wenn wir ihn an einer bestimmten Stelle treffen wollten. Und diese Stelle war natürlich der Hydrazintank. Neben Form und Größe des Satelliten müssen auch die größere Flughöhe und die dreifach höhere Geschwindigkeit gegenüber normalen Zielen einkalkuliert werden. Außerdem strahlt der Satellit keine Wärme ab. Die Infrarotdetektoren der SM-3 sind damit nutzlos. Wir mussten prüfen, wie wir den Tank treffen konnten. Wir haben jede Menge Zeit damit verbracht, Modelle zu entwickeln, die dem Zielobjekt so nahe wie möglich kommen sollten. Wir haben sehr, sehr viele Simulationen aus allen möglichen Perspektiven durchgeführt. Damit wollten wir sichergehen, dass wir in unseren Modellen nichts übersehen, das später zum Verfehlen des Ziels oder zu sonstigen Schwierigkeiten führen konnte. Fehler darf sich angesichts des knappen Zeitrahmens niemand erlauben. Auch die Marineexperten widmen sich voll und ganz der Mission. Sie sammeln Daten, führen Simulationen durch und werten die Ergebnisse aus. Eine der wichtigsten Aufgaben war, herauszufinden, wie sich der Satellit in bestimmten Situationen verhält, wie das System reagiert und wie beide Faktoren beim Abschuss zusammenwirken. Jeden Tag, wenn wir zur Arbeit kamen, hieß es,
Heute ist wieder Montag. Montage sind immer die längsten Arbeitstage und für uns fühlte sich jeder einzelne Tag so an. Wir sahen uns die genaue Funktionsweise der Rakete näher an. Dabei stellten wir fest, welche Änderungen wir vornehmen mussten, um einen reibungslosen Flug sicherzustellen und einen Volltreffer exakt an der gewünschten Zielstelle zu setzen. Nach 3 Wochen haben die Teams das Aegis-System und die SM-3-Raketen so weit wie irgend möglich umgerüstet. Letzten Endes waren wir uns nie völlig sicher, ob wir den Hydrazin-Tank wirklich zerstören konnten, denn es gab immer noch einige Unbekannte in unserer Gleichung. Doch mit der Umrüstung ist die Arbeit noch nicht getan. 3 Schiffe werden für die Mission ausgewählt. Die USS Lake Erie, die USS Decatur und die USS Russell. Die Lake Erie, das wichtigste Schiff der Navy für Raketentests, soll schließlich den Abschuss übernehmen. Doch erst muss die Crew auf ihre einmalige Aufgabe vorbereitet werden. Wir mussten komplett umdenken, denn die Männer waren für andere Aufgaben ausgebildet worden. Zunächst mussten wir uns selbst in die neue Aufgabe hineindenken und dann den Soldaten vermitteln, dass unser neues System nicht mehr das alte war. Das war eine große Umstellung und wir hatten dafür zu sorgen, dass alles korrekt lief. Die Aegis-Waffensysteme der 3 Schiffe erhalten neue Software. An Bord der USS Lake Erie überwacht Captain Randall Hendrickson die streng geheimen Tests. In diesen Szenarien spielen wir alle Varianten durch. Erfolgreiche Treffer ebenso wie Fehlfunktionen der Raketen, Radarstörungen, Ausfall der Steuersysteme oder was sonst noch schieflaufen kann, damit wir im Ernstfall nicht erst überlegen müssen, wie wir zu reagieren haben. In 2 Wochen haben wir an die 150 bis 170 Tests durchgeführt. Wir haben den Abschuss immer wieder geübt und getestet. Wir haben uns auf alle möglichen Eventualitäten vorbereitet. Blindgänger, Radarspionage, Probleme mit den Startrampen und so weiter. Wir sind hunderte Szenarien immer wieder durchgegangen. Wir haben in kürzester Zeit jede Menge geübt. Jedes Mal, wenn der Satellit vorbeiflog, haben wir ihn von verschiedensten Orten im gesamten Pazifik aus beobachtet. Auch an Land wurden wir für alle Eventualitäten gewappnet. Über einen Monat lang werden die Raketen und das Aegis-System bei strengster Geheimhaltungsstufe modifiziert. Daneben finden Tests und Übungen statt. Erst am 14. Februar gibt die US-Regierung schließlich den Abschussplan bekannt. Heute möchten wir alle Länder und verschiedene Organisationen wie die UNO, die ESA und die NATO über die Maßnahmen informieren, die wir Ihnen heute vorstellen werden. Wir wollten offen sein und unseren Verbündeten sowie allen anderen Staaten der Welt genau erklären, warum dieses Vorhaben so wichtig für uns war. Wir rechnen damit, dass diese Maßnahmen frühestens in 3 oder 4 Tagen beginnen können und nach spätestens 7 oder 8 Tagen abgeschlossen sein werden. Diese Aktion war notwendig, um die Gefahr abzuwenden, die von dem hochgiftigen Treibstoff für die Bevölkerung ausging. Zur Katastrophe hätte es überall kommen können. In Amerika, Europa, Asien, überall auf der Welt. Das Ganze war also eine globale Angelegenheit, die alle Nationen anging. Egal, was wir unternehmen, es kann eigentlich nur besser werden. Schlimmstenfalls schlägt der Abschuss fehl. Das Ergebnis wäre neutral, würde die Situation aber nicht verschlechtern. Fast alles, was technisch möglich ist, verbessert unsere Lage. Und dies war ein ganz ausschlaggebender Faktor, als wir die Entscheidung abwägen mussten. Nachdem die Weltöffentlichkeit informiert ist, richtet sich die ganze Aufmerksamkeit nun auf den Ort des Geschehens, den Pazifik nordwestlich von Hawaii. Die Entscheidung für Hawaii fiel zum ersten wegen der vielen Sensoren, die uns dort zur Verfügung standen, zum Beispiel die Radaranlagen und optischen Sensoren. Außerdem befand sich die schwimmende Radarstation in der Nähe. Damit hatten wir die nötigen Anlagen, um alles überwachen und steuern zu können. Zum Zweiten wollten wir ja nicht nur den Hydrazintank treffen, sondern vor allem auch verhindern, dass Trümmerteile über bewohntem Gebiet niedergehen. Die größte Gefahr war, dass
Trümmerteile nach dem Abschuss und nach ein paar Erdumkreisungen aus ihrer Umlaufbahn auf die Erde stürzten. Die meisten dieser Umlaufbahnen befanden sich allerdings über offenem Meer oder über wirklich sehr dünn besiedelten Landgebieten. Das war eine weitere wichtige Überlegung, die für Hawaii sprach. Das dritte Argument war, dass der Satellit nicht mehr funktionierte und daher eiskalt war. Unsere Infrarotsensoren wären somit nutzlos gewesen. Wir haben uns deswegen für einen Ort entschieden, an dem die Sonne den Satelliten möglichst stark aufheizt, sodass wir uns diesen Effekt zunutze machen und den Satelliten an dieser Stelle abschießen konnten. Gemeinsam mit der Lake Erie haben sich auch mehr als ein Dutzend Firmen, Militär- und Regierungsinstitutionen vorbereitet. Das strategische Oberkommando Stratcom überwacht den Ablauf der Mission. Das Joint Space Operations Center auf der Vandenberg Luftwaffenbasis in Kalifornien koordiniert den Datenaustausch zwischen Weltraum und Weltraumzentrum. Und das Joint Integrated Missile Defense Team der US-Armee überwacht das Geschehen mit Hilfe großer Radarstationen und Teleskope. Mitte Februar ist die Zeit für den Abschuss nah. An mehreren Tagen gibt es ein kleines Zeitfenster von jeweils gerade mal 15 Sekunden, in dem der Abschuss erfolgen kann. Die Lake Erie muss bei nahezu perfekten Bedingungen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um den weltweit mit Spannung verfolgten Abschuss durchzuführen. Am Mittwoch, den 20. Februar, ist es endlich soweit. An dieser Aktion waren Sensoren von Massachusetts über New Mexico und Kalifornien bis Hawaii beteiligt. Und natürlich hatten wir überall in den USA Personal im Einsatz, das eingreifen konnte. Da sich der Satellit mit 27.000 Kilometern pro Stunde bewegt, dreimal schneller als ein Raketengeschoss, kann sich die Lake Erie nicht allein auf ihr eigenes Radar verlassen. Wenn das Schiffsradar den Satelliten ortet, hat sich der Satellit schon wieder so weit entfernt, dass ein Abschuss unmöglich ist. Also mussten wir auf dem Schiff externe Informationen heranziehen, um die Rakete abfeuern zu können, bevor das Schiffsradar den Satelliten überhaupt erkannt hat. Anschließend konnten wir die Rakete mithilfe des Radars auf das Ziel lenken, aber selbst wenn das Radar nicht mitgespielt hätte, hätten wir die Rakete mit den externen Informationen steuern können. Ausschlaggebend für den Abschusszeitpunkt ist zudem die Mission der Raumfähre Atlantis. Um zu verhindern, dass Trümmer die Raumfähre beschädigen, wird der Abschuss bis nach der Landung hinausgezögert. Außerdem steht ein Notfallteam bereit, das sich um abstürzende Trümmer und Hydrazinreste kümmern könnte. Wir haben eine Einsatzgruppe aus Experten des Verteidigungsministeriums und anderer Ressorts gebildet. Das US-Transportkommando Transcom stellte für diesen Zweck eigens 4 Transportflugzeuge vom Typ C-17 Globemaster zur Verfügung. Hätte irgendein Land unsere Unterstützung angefordert, wäre unser Team innerhalb einer Stunde für den Einsatz an jedem beligen Ort auf der Welt bereit gewesen. An Bord der Lake Erie steigt die Spannung auch bei denjenigen, die nicht direkt an der Mission beteiligt sind. Einer meiner Offiziere, ein ziemlich junger Kerl, wollte eigentlich Urlaub nehmen. Aber er kam zu mir und sagte, ich nehme doch keinen Urlaub. Warum, fragte ich. Und er antwortete, wir sind dabei, die Welt zu retten. Und da will ich dabei sein. Er hatte keine Ahnung, worum es ging. Aber er wusste, dass es eine große Sache war. Und so hat die ganze Besatzung empfunden. 10 Stunden vor dem Start beginnt der Countdown im Stratcom-Hauptquartier. Wie bei jedem anderen großen Ereignis, das man vorbereitet, prüft man alles doppelt und dreifach, damit alles seine Richtigkeit hat. Auch noch eine Dreiviertelstunde vor dem großen Augenblick, wenn alles in Ordnung ist und die Systeme startklar sind, wird weitergeprüft. Die Schiffscrew ist gespannt und alles muss klappen. Am späten Nachmittag umkreist der Satellit hoffentlich ein letztes Mal die Erde. Darauf haben wir gewartet. Wir wussten, jetzt kommt der große Moment. Doch trotz aller Zuversicht bleiben Konteradmiral Hicks beim Countdown letzte Zweifel. Viele beim Militär befürchteten, dass Murphys Gesetz zuschlagen würde. Wir haben uns gefragt, was kommt noch? Ich war mir sicher, dass wir den Satelliten treffen würden, aber ich habe mir Gedanken gemacht, ob wir ihn auch an der richtigen Stelle erwischen.
Die Lake Erie hat zwei umgerüstete Raketen an Bord, doch das Zeitfenster ist äußerst knapp. Wir wollten eine zweite Rakete an Bord haben, für den Fall, dass wir nicht treffen oder den Tank nicht erwischen. Verfehlt die erste Rakete ihr Ziel, wird die Lake Erie wohl einen weiteren Tag ausharren müssen. Doch die Zeit drängt, denn der Satellit wird immer schneller und die Mission damit immer schwerer. Um 16.30 Uhr Ortszeit ist die Lake Erie in Position und wartet auf den Befehl des Verteidigungsministers. Wenn es soweit ist, kann man nur noch da sitzen und den Atem anhalten oder vielleicht noch mal kurz Luft holen. Aber dann wird einem klar, wie heikel das eigentlich ist, was wir hier gerade versuchen. Und dann kam die Nachricht, dass der Minister die Freigabe für den Abschuss erteilt hat. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Sind 6 Wochen Vorbereitung wirklich genug? 5, 4, 3, 2, 1. Es ist, als würde man im Wohnzimmer sitzen und fernsehen. Und dann rattert ein Zug vorbei. Das ganze Schiff vibriert und der Lärm bei einer Rakete dieser Größe ist ohrenbetäubend. Der Start ist geglückt. Die SM-3 schießt mit 8000 Kilometern pro Stunde in den Himmel. 166 Sekunden. Wie auf glühenden Kohlen muss die Crew noch über 2 Minuten auf das Ergebnis warten. Das waren wahrscheinlich die längsten 2-3 Minuten meines Lebens. Uns wurde bewusst, noch ist es nicht vorbei. Wir müssen den Adler einfach fliegen lassen und schauen, was passiert. Es hat ihn. Es hat ihn. In wenigen Sekunden weiß die Crew, ob das Ziel getroffen wurde. Aber noch muss sie sich gedulden. Am 20. Februar 2008 ist die USS Lake Erie auf besonderer Mission nordwestlich von Hawaii unterwegs. Um 16.30 Uhr Ortszeit feuert sie eine modifizierte SM-3-Rakete auf einen Satelliten, der mitsamt einer halben Tonne gefährlichen Treibstoffs auf die Erde zu stürzen droht. Ein 7 Zeitzonen umspannendes Radarnetz überwacht den Start, darunter Stationen in Alabama und Colorado. Jetzt muss alles klappen. Das Radar ortet, die Rakete startet, die Finnen müssen korrekt aufklappen, die zweite Stufe muss zünden, dann die dritte Stufe. So muss der ganze Flug ständig überwacht und zugleich das Radar im Auge behalten werden. 3 Minuten nach dem Start steuert die 4-stufige SM-3 mit Hilfe von Radardaten durch die Atmosphäre. Konteradmiral Douglas McLean überwacht im Stratcom-Hauptquartier die Mission. Nach dem Raketenstart mussten wir beobachten, welche Sensoren Daten liefern. Die ersten 3 Stufen zünden erfolgreich. In der 4. Stufe muss der Gefechtskopf das Ziel aufspüren und darauf aufschalten. Der Suchkopf hatte etwa 15 bis 20 Sekunden Zeit, um auf den Satelliten aufzuschalten. Die Stabilisierung des Satelliten funktionierte nicht mehr. Sie müssen sich ihn wie einen Schulbus vorstellen, der um 3 Achsen taumelt. Diesen Schulbus mussten wir etwa auf 1/3 der Länge, von der vorderen Stoßstange gesehen, treffen, nämlich am Hydrazintank. Und das bei 35.000 Kilometern in der Stunde. Es hat ihn. Es sucht noch, es sucht. Zeit bis zum Einschlag, 23 Sekunden. Jeder hielt die Luft an, besonders bei der letzten Stufe. Los, zuschlagen! Wir sahen die Bilder, die uns der Gefechtskopf schickte. Normalerweise kommen diese bereits 15 bis 20 Sekunden vorher. Endlich ist es soweit. Ich konnte es nur kurz sehen, dann schaute ich aufs Radar. Wir hatten wirklich voll ins Schwarze getroffen. Es war einfach unvorstellbar. Ich schaute auf mein Radar und plötzlich sah ich nur noch Rauschen. Da war klar, wir haben es geschafft. Wir haben den Satelliten erwischt. Die Rakete hat getroffen. Die Wucht des Aufpralls entspricht einem 10-Tonnen-Lastwagen, der mit 1000 Kilometern pro Stunde gegen eine Wand rast. Doch noch ist die Mission nicht vollständig erfüllt. Haben wir die richtige Stelle erwischt? Haben wir getroffen, was wir treffen wollten? Den Tank?
Es dauerte Stunden, bis wir alle Daten ausgewertet hatten. Mehrere Indizien deuten auf die erfolgreiche Zerstörung des Tanks hin. Lieutenant General Obering hat die Mission in seinem Büro nahe Washington verfolgt. Wir suchten nach einem ganz bestimmten Streumuster der Hydrazintanktrümmer auf den Radars. Wir prüften, ob eine halbmondförmige Wolke zu erkennen war. Diese würde auf Hydrazin hinweisen. Ich freute mich über den Treffer, aber ich wollte eine Bestätigung. Es war, als hätte man im Nebel aufs Tor geschossen. Ich wollte sicher gehen, dass wir den Tank wirklich erwischt hatten. Es hat ungefähr eine Stunde gedauert, bis ich alle Sensordaten zusammen hatte. Ich war sehr erleichtert. Trotz aller Euphorie an Bord bereitet die Lake Erie aus anderer Position einen zweiten Raketenstart vor. Während die Sensoren noch suchten, meldeten wir der Brücke, der nächstmögliche Abschussort ist da und da. Solange wir noch keine Bestätigung haben, sollten wir dorthin fahren. 2-3 Stunden später kam jedoch die Meldung, wir sind ziemlich sicher, dass ihr ein Schwarze getroffen habt. Ihr könnt nach Pearl Harbor zurückkehren. Wir haben alle Daten erfolgreich zuordnen können und waren sehr zufrieden, dass wir den Satelliten tatsächlich zerstört hatten. Doch selbst mit der Zerstörung des Satelliten und des Tanks ist die Mission noch nicht ganz erfüllt. Danach fing die Arbeit erst richtig an, da wir alle Trümmerteile beobachten mussten. Aber nach einer gewissen Zeit waren wir sicher, den Satelliten vollständig ausgeschaltet zu haben. Ein großer Erfolg, der mit Begeisterung aufgenommen wird. Erst nach einer Weile, als wir auf dem Rückweg zum Hafen waren, sahen wir all die Glückwünsche und Dankesbekundungen im Internet. Ich war wirklich überwältigt. Es war eine Bestätigung unserer Arbeit. 99,9% aller Meldungen lauteten in etwa: Wir sind stolz auf euch. Ihr habt einen tollen Job gemacht. Weiter so. Und das von pensionierten Marinesoldaten und anderen aktiven und pensionierten Militärs. Aber auch normale amerikanische Bürger schrieben uns: Gut gemacht. Als wir dann in den Hafen einliefen, empfing uns dort eine jubelnde Menschenmenge. Ein großartiges Gefühl. Dennoch gibt es auch Kritiker, die die Notwendigkeit der Mission anzweifeln. Jemand meinte, wir hätten den Satelliten einfach in der Atmosphäre verglühen lassen sollen. Dabei war nicht ein einziger Wissenschaftler der Ansicht, dass der Satellit einfach so verglüht wäre. Im Gegenteil, alle bestätigten uns, das Hydrazin war gefroren. Wenn der Satellit auf die Erde geprallt wäre, wäre das sehr schlecht gewesen. Dann meinte jemand, aber er wäre doch wahrscheinlich im Wasser gelandet. Dabei konnte das niemand mit Sicherheit sagen. Wären bei einem Absturz über bewohntem Gebiet Menschen gestorben, hätten wir uns Vorwürfe gemacht, dass wir nichts unternommen hatten, obwohl die Möglichkeit dazu bestand. Wenn man die Möglichkeit hat, eine Katastrophe zu verhindern und trotzdem nichts unternimmt, wird man es dann hinterher nicht bereuen? Hätten wir damit leben können? Hätten wir uns wirklich noch im Spiegel ansehen können, wenn wir aus politischen oder diplomatischen Gründen untätig geblieben wären? Einigen Kritikern zufolge soll der Abschuss nur ein militärisches Muskelspiel gewesen sein, als Warnung an China und andere Länder. Mit dieser Mission haben wir niemandem etwas beweisen wollen. Wir haben den Satelliten allein wegen der Bedrohung für die Menschen auf der Erde abgeschossen. Leute sagten mir, so, jetzt habt ihr ein Antisatellitensystem. Das stimmt aber nicht. Alle Modifikationen des Schiffs wurden wieder demontiert. Die Raketen gingen zurück an Raytheon, wo sie schon wieder umgerüstet wurden. Auch die Software-Modifikationen haben wir rückgängig gemacht. Wir wissen jetzt, was möglich ist, aber wir haben keine festen Kapazitäten aufgebaut. Der Weltraumschrott wird weiterhin beobachtet. Keines der Trümmerteile war größer als ein Fußball. Die größten waren vielleicht faustgroß. Wir waren sicher, dass die meisten nach 2 Erdumkreisungen in die Atmosphäre stürzen würden. Einige Teile haben wir länger beobachtet, aber es gab keinerlei Berichte von Abstürzen oder Schäden auf der Erde. Die Trümmer waren also so klein, dass sie allesamt beim Eintritt in die Atmosphäre verglühten. Eine tolle Leistung. Wir haben den Satelliten unschädlich machen können und nach 12 Monaten wird auch der gesamte Schrott verschwunden sein.
Die Mission hat die Anpassungsfähigkeit des Aegis-Systems und der SM-3-Rakete unter Beweis gestellt. Aber sie hat auch gezeigt, was Militär, Regierung und Industrie mit vereinten Kräften leisten können. Ich kann immer noch kaum in Worte fassen, wie großartig alle zusammengearbeitet haben. Wie schnell wir uns zusammengefunden und die Mission erfüllt haben. Das war einfach phänomenal. Es war eine Riesenarbeit, bei der viele mit angepackt haben. Tag und Nacht haben Leute in ganz Amerika alles bis ins kleinste Detail durchgeplant. Politik und alles andere hat dabei keine Rolle gespielt. Und so haben wir aus diesem System für kurze Zeit etwas ganz Einzigartiges gemacht. Ich bin stolz auf alle, die dazu beigetragen haben. Und ich bin stolz, dass ich dabei sein durfte. Aus dem Stand haben wir diese Mission in etwas mehr als 6 Wochen erfüllt. Angesichts der Möglichkeiten eine herausragende Leistung. Ich habe Dinge verlangt, die normalerweise 1 Jahr oder mehr in Anspruch nehmen würden. Und ich bin sehr stolz, Teil dieses dynamischen und kompetenten Teams gewesen zu sein. Ich bin der Meinung, dass es keine noch so große Herausforderung gibt, die man mit der notwendigen Technik und den entsprechenden Fähigkeiten nicht meistern könnte, solange alle an einem Strang ziehen.